Hausarbeit, physikalische Chemie, Aufgabe 86. Aufgabenstellung. Berechnen Sie den prozentualen Umsatz und den Partialdruck von PCl5 entsprechend der Reaktion. PCl3 plus Cl2 reagiert zu PCl5. Beim Gesamtdruck von 1 bar und einer Temperatur von 400 Kelvin, wenn die Ausgangsmischung 1 mol PCl3 und 2 mol Cl2 enthalten hat. Lösungsansatz. Reaktion ist Exergon. Formel zur Berechnung von K ist gleich E hoch Delta G durch T mal R. Danach Mass- und Wirkungsgesetz. K ist gleich Konzentration von PCl5 zum Quadrat durch Konzentration PCl3 mal Konzentration von Cl2. Danach Berechnung der Partialdrücke. Berechnung des Volumens. P mal V durch T ist gleich P1 mal V1 durch T1. 1 bar mal 22,4 Liter durch 273 Kelvin ist gleich 1 bar mal V1 durch 400 Kelvin. Umgestellt auf 1 bar mal 22,4 Liter mal 400 Kelvin durch 1 bar mal 273 Kelvin ist gleich V1. V1 ist gleich 32,82 Liter. P mal V durch T ist gleich P1 mal V1 durch T1. 1 bar mal 44,8 Liter durch 273 Kelvin ist gleich 1 bar mal V1 durch 400 Kelvin. Umgestellt nach V1, 1 bar mal 44,8 Liter mal 400 Kelvin durch 1 bar mal 273 Kelvin. V1 ist gleich 65,84 Liter. V gesamt ist gleich 32,82 Liter plus 65,64 Liter. V gesamt ist gleich 98,46 Liter. Berechnung. K ist gleich E hoch G durch T mal R. K ist gleich E hoch minus 3533 Joule durch 400 Kelvin mal 8,31 Joule pro Mol mal Kelvin. K ist gleich 0,3454. Massenwirkungsgesetz. K ist gleich Konzentration PCl5 zum Quadrat durch Konzentration PCl3 mal Konzentration Cl2. 0,3454 ist gleich Konzentration PCl5 zum Quadrat durch 1 mol durch 32,85 plus 65,64 Liter mal 2 mol durch 32,82 Liter plus 65,64 Liter. 0,3454 mal 1 mol durch 32,82 plus 65,64 Liter mal 2 mol durch 32,82 Liter plus 65,64 Liter ist gleich die Konzentration PCl5 zum Quadrat. Konzentration PCl5 zum Quadrat ist gleich 0,010500 mol zum Quadrat. PCl5 bedeutet gleich 0,102469 mol. Dies ist ein Umsatz von 10,24%. Partialdruck. Konzentration PCl3 ist gleich 1 mol minus 0,102469 mol. Konzentration von PCl3 ist gleich 0,897531 mol. Konzentration Cl2 ist gleich 2 mol minus 0,102469 mol. Konzentration Cl2 ist gleich 1,897531 mol. Konzentration PCl5 ist gleich 0,12496 mol. PPCl3 ist gleich P mal Konzentration PCl3 durch C gesamt. PPCl3 ist gleich 1 bar mal 0,897531 mol durch 2,8975 mol. PPCl3 ist gleich 0,3097 bar. PCl2 ist gleich 1 bar mal 1,897531 mol durch 2,9875 mol. PCl2 ist gleich 0,6594 bar. PPCl5 ist gleich 1 bar mal 0,102469 mol durch 2,8975 mol.
Pi, Pi Cl5 ist gleich 0,03.